Wallahi, ich habe gestern eine Geschichte von einem Sheikh gehört, von Saudia. Die berührt, die hat sehr stark mein Herz berührt. Aber im gleichen Zeitpunkt hat mich das auch gefreut. Wo ich dann im Nachhinein gedacht habe, Allahu Akbar. In Ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam gibt es noch gute Menschen. Die Ummah ist nicht ganz verloren. Alhamdulillah. Diese Geschichte, ich erzähle die so zusammengefasst, handelt von einer Schwester, von einer Frau. Sie war Lehrerin in Saudi-Arabien. Und diese Lehrer wurden immer in so einen Sammeltransport, so einen Minibus abgeholt. Kennt ihr diese Toyota, so einen Minibus, so mit 9 Sitzen. Und diese Schwester, Masha'Allah, war gottesfürchtig. War eine praktizierende Schwester. Und sie hatte andere Frauen, waren mit ihr im Bus. Ich kenne nicht die Zahl genau, und Muhim. Es war irgendwie 6 oder 7. Sie sind alle zusammen im Bus eingestiegen. Der Fahrer, der sie fährt. Sie sind eingestiegen, der Fahrer fährt los. Alle sagen dem, ey, mach uns eine Musikkassette. Und der macht das, was sie sagen. Ihr wisst ja, meistens sind sowieso die Leute, die da fahren, Masakin, so arme Leute, die da fahren, haben nichts zu sagen. Al-Muhim, der Pferd macht ihnen eine Musikkassette. Die Schwester sagt, fürchte Allah, Taqillah, mach die Musikkassette aus. Er sagt, ich kann nichts machen, die sind mehr als... Du bist alleine und die sind hier 6, 7, die wollen, dass die Musik hören. Ich kann nichts machen. Und Miskina, die war dann traurig. Und war alleine. Und die anderen alle, Masha'Allah, am Updance, mit dem, am Singen, im Auto. Und dann passiert Al-Qadr von Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Qadr von Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, in diesem Moment, während er am Fahren ist, kommt ihm irgendwie ein Auto entgegen und passiert ein großer Unfall. Alle Insassen im Auto wurden geschleudert, meterweit. Der Sheikh, der das erzählt, war selber am Ort mit anderen Brüdern. Der sagt, Wallahi al-Azim, wir sind hingegangen. Der meinte, die Leichen waren, Kopf war hier und der Rest war woanders. Ein Bein hier und der Rest woanders. Sogar die Nase vom Gesicht soll weg gewesen sein und so weiter. Ein Muhim von diesem Mädchen, von diesem Frau. Er sagte, und dann irgendwann kamen sie zum Fahrer. Und der Fahrer war noch am Leben. Und dann haben die ihm gesagt, sag La ilaha illallah. Und sie sehen, der blutet von überall, kommt Blut. Yani, nur wenn Allah subhanahu wa ta'ala geschrieben hat, dass er noch weiterleben wird, wird er leben. Ansonsten, menschlich und medizinisch gesehen, der Mann verlässt gerade das Leben. Sag La ilaha illallah. Sagt, er hat nur gesagt, möge Allah mir vergeben. So, und hat versucht, so in leiser Stimme, mit letzter Kraft, so ein bisschen die Geschichte zu erzählen, die da gerade passiert ist. Und hat gesagt, sucht eine Frau. Da war eine gottesfürchtige Frau. Sucht sie und bitte bringt ihr einen Gruß von ihr, von mir, und sagt, bitte, die soll mir vergeben. Die sagen, hier gibt es keine Frau. Und dann haben die gesucht. Der Sheikh sagt, es waren circa 9 Meter, wurde sie geschleudert. 9 Meter. Haben sie gefunden. Und Wallahi al-Azim, er schwört bei Allah, dass diese Frau, diese Schwester, so als ob sie eingewickelt wurde und rausgeschmissen wurde. Die anderen waren alle entblößt und nackt und in Stücken zerteilt. Aber diese Schwester, er schwört bei Allah, dass sie, als ob sie jemand in ihrer Aba'a, in ihrem Kleid, in ihrer Jalabiyya, was sie anhat, eingewickelt hätte und sie dahin gelegt hätte. Er meint, er hat seine Hand irgendwie auf sie hingelegt, um zu gucken, ob sie noch lebt. Was war ihre Antwort, liebe Geschwister? Wallahi, er schwört bei Allah. Er sagt, das, was sie gesagt hat, das hat mich auch ehrlich gesagt sehr berührt und zum Nachdenken gebracht. Subhanallah, was für ein Iman. Sie sagt zu ihm, Attaqillah, fürchte Allah, du darfst mich nicht anpacken, pack mich nicht an. Allahu Akbar. Ich will meinem Mann Abu Muhammad treu sein, sagt ihm. Allahu Akbar. In so einer Not,
In so einer Not, sie denkt noch an Gott, an Allah subhanahu wa ta'ala. Sie sagt, fürchte Allah und pack mich nicht an. Ich bin meinem Mann Abu Muhammad treu. Allahu Akbar. Dann haben versucht, sie yani so sozusagen anzupacken und sie sagt, fürchtet Allah, packt mich nicht an. Bis sie ihr bewusstlos wurde. Dann haben sie getragen auf einer Trage und ins Krankenhaus gefahren. Er sagt, als sie ins Krankenhaus gekommen sind, der Arzt, der sie aufgenommen hat, sagte, sie ist im Ganzen, komplett, überall hat sie Brüche. Überall. Yani, und es ist ein Wunder, wenn die weiternehmen. Was sagt sie? Diese Frau sagt dann zu den Leuten, bitte ruft meinen Mann. Der Mann kam irgendwann mal später dann dahin und der Mann, mashallah, der sagt, der hat dann über seine Frau erzählt. Der sagt, das ist eine Salih, eine Qanita, eine, die nachts gebetet hat, die ihre Gebete gemacht hat, die Da'wah gemacht hat, die Koran gelesen hat, die ihre Kinder erzogen hat, hat nur seine Frau genommen. Was macht seine Frau, die in so einer Situation liegt? Sie sagt ihm, ja Muhammad, vergib mir und verzeih mir, denn ich weiß, dass mein Eintritt ins Paradies nur durch dir ist, wenn du zufrieden mit mir bist. Ich hoffe, dass du nicht sauer auf mich bist. Sei nicht sauer auf mich. Und so weiter. Die denken, ach ja, Allahu Akbar. Wo sind die Frauen, die so sind? Wo sind die Frauen, die so ihr Islam praktizieren und so denken? Wallahi al-Azim. Die Geschichte hat mich sehr, sehr berührt, aber im selben Moment auch sehr glücklich gemacht. Dass man hört, dass solche Schwestern und solche Frauen noch in Ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam leben. Und von ihnen gibt es bidnillah ta'ala einige. Walhamdulillah. Al-Muhim, guck mal, diese und das Ende von ihr war, dass sie La ilaha illallah ausgesprochen hat. Sie hat gesagt, der Sheikh erzählt, ich will, dass ich inshallah ta'ala, vielleicht habe ich einiges vergessen, aber man sollte mir das nicht übel nehmen und ich erzähle das nur zusammengefasst. Sie sagte, Allah vergib mir. Und dann hat sie das Glaubensbekenntnis ausgesprochen. Die Seele ist von ihr draußen. Allah.